parlamentarische Geschäftsführung gar nicht dazu befähigt ist, diese Abstimmung so durchzuführen und diesen Deal so durchzuführen. Wollte jemand nach den Spielregeln spielen. Da war er vielleicht nicht der Einzige, ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen aussah, die Argumentationslage dahingehend, aber ja. Und zeigt aber ja schon genau die Ambivalenz, in der auch Kai Bernstein gefangen war. Denn der Verein, der das beste Beispiel für wild gewordene Investoren ist, stimmt gegen den Einstieg eines Investoren beim Ligaverband. Und da sind wir ja schon beim, ich glaube, 98. Tag seiner Amtszeit angekommen. Also wirklich, die Termine waren schon gemacht. Zum 100. Amtstag, da hätte er Presserunden, hätte es gegeben, es hätte Podcast-Aufnahmen gegeben. Aber dann wurde veröffentlicht, dass vor einem israelischen Gericht es eine Anklage gibt und ohne jetzt den ganzen Fall nochmal aufzurollen, es gab Anhaltspunkte dafür, dass Lars Windhorst eine Detektei damit beauftragt hatte, gegen Werner Gegenbauer Stimmung